Hey, Kiraska! Kiraska, gespannt, was hier in diesem Paket drin ist? Und damit, moin moin Leute, willkommen zu einem neuen Video. Und zwar haben wir hier mal wieder ein schönes Fahrrad von Veju drin. Ich packe das Paket mal aus, wir holen das Fahrrad mal raus, bauen es zusammen und dann gebe ich noch ein paar Infos darüber bekannt, was für ja, Details, Leistungen das Fahrrad hat. Und dann werden wir eine kleine Runde fahren. Aber wie gesagt, als erstes einfach aufmachen. Zack, zack. So, also wir können ja mal reingucken. Eingepackt, wunderbar hier das Fahrrad. Na Kira, was machst du da die ganze Zeit? Das ist sehr gut, also es ist bombenfest hier im Karton, dass da keine Schäden passieren können. Dann nehmen wir die ganzen Blöcke raus. Sattel, so, ich hoffe, ich kriege das jetzt in eins so raus. Hör mal, die Felge hängt wahrscheinlich nicht daran. Probieren wir unser Glück. Stehen. Tada. Ja, ich werde jetzt im nächsten Schritt erstmal hier die ganze Folie über abmachen und werde es zusammenbauen und dann sehen wir uns gleich wieder. So, Fahrrad ist zusammengebaut und ich bin auch schon direkt losgefahren, bin jetzt hier mitten in der Natur, mitten in der Feldmarkt. Erster Eindruck zum Fahrrad, echt top, muss ich ehrlich sagen, aber ich muss auch sagen, dass ich von der Marke schon mehrere Fahrräder hatte, die ich getestet habe und bis jetzt wurde ich ja nie enttäuscht. Die Marke ist auch ein bisschen bekannter schon, finde ich, und das C1 Modell, das ist ja das neue Modell von denen, finde ich echt super. Ich denke mir so ein bisschen, eigentlich ist das Fahrrad perfekt, um zur Arbeit zu fahren, weil ich wohne ungefähr 500 Meter in die Richtung entfernt, einen Kilometer ungefähr wohne ich entfernt. Und mein Arbeitsplatz sieht man sogar fast von hier aus. Ist so gesehen da drüben, wo der Berg ist, da arbeite ich. Also es sind vielleicht 3-4 Kilometer Fahrstrecke, die ich fahren muss bis zur Arbeit. Und dafür wäre so ein Fahrrad auch gar nicht so schlecht. Ja, aber kommen wir zum Modell zurück. Ich wollte dir ein paar technische Daten sagen. Und zwar ist das ja so eine Art Citybike, so ein Allrounder-Bike für jeden, der zur Arbeit fahren will oder in der Stadt wohnt und kurze Strecken zurücklegt. Wir haben hier eine Akkureichweite mit Fahrunterstützung von 60 bis 65 Kilometer. Auch bei dem Fahrrad kann man auch wieder alles umbauen, weil ich habe mich nämlich gefragt, wofür das hier ist, dieser Knopf hier oder ja, das Daumengas so gesehen. Das ist im Endeffekt ein Gashebel, da kann man das Fahrrad so umbauen, dass man voll elektrisch fährt, also dass man gar nicht trampeln muss und dann ist das hier das Gaspedal. Ein Daumengas, so nennt man das. Wenn man rein auf Daumengas fährt, also dass man gar nicht trampelt, kommt man trotzdem 30 bis 35 Kilometer weit mit dem Akku. Das ist auch sehr gut dafür, dass man im Endeffekt gar nichts tun muss, sondern einfach ist es ja wie ein Roller, wo man einfach nur Gas gibt und einfach nur fährt und das Fahrrad einfach nur die Tarnung ist. Ja, sonst, die Farbe finde ich mega geil. Ein schönes Grau, das sieht richtig geil aus. Ich liebe ja graue Farben. Wir haben ansonsten verbaut eine 7-Gang Shimano Gangschaltung. Hier oben lässt sich wunderbar schalten, aber das zeige ich euch gleich nochmal. Hier unten sieht man auch, alles top. Also es lässt sich wirklich sehr gut fahren, das Fahrrad. Wir haben hier 26 Zoll vorne und hinten. Reifen haben wir hier so Tracking-Reifen so gesehen drauf, die man für Straße und auch für so ein bisschen groben Untergrund nehmen kann, wie hier jetzt so ein bisschen Schotterpiste, werden wir auch gleich fahren. Ja, ansonsten haben wir hinten einen 350 Watt Motor. Reicht vollkommen aus für das, wofür wir das Fahrrad benutzen. Bequem Sitz haben wir hier auch. Auch finde ich mal ganz wichtig. Hinten haben wir noch einen Gepäckträger vernünftigen drauf. Akku ist hier drin. Ist sicher, dass man den nicht klauen kann, weil braucht man auch einen Schlüssel für, um den Akku rauszubekommen. Ansonsten, ich mach mal das Bike an, haben wir das Display hier im Lenker richtig drin. Das finde ich auch cool. So kann keiner das Display abreißen. Passiert ja auch oft heutzutage bei den E-Bikes, dass die Displays kaputt gemacht werden oder, sage ich mal, abgerissen werden. Hier ist das richtig schön im Fahrrad mit eingebaut. Licht kann man auch mal anmachen. Zack, so sieht es von vorne aus. Sehr schön LED-Licht. Hinten hat man auch ein Rücklicht, das habe ich jetzt aber nicht dran gebaut, also ist aber mit dabei. Fahrrad kostet neu ungefähr 1200, 1300 Euro. Ich werde euch auf jeden Fall mal den Link unten reinhauen, da könnt ihr mal vorbeischauen, denn die haben ganz oft Angebote, wo ihr dann richtig schön fetten Rabatt bekommt. Aber ich wäre jetzt dafür, wir setzen uns jetzt aufs Bike und fahren mal eine Runde. Let's go! So, ich habe jetzt Stufe E drinnen, da hilft der Motor ganz wenig nur mit.
Den Modus kann man hier auch ganz leicht verstellen. Wir haben drei verschiedene Modi so gesehen. Auch wieder von, dass der Motor ganz schwach mithilft, mithilft und dann halt volle Unterstützung. Wir machen jetzt aber mal volle Unterstützung rein. So, dann kann man den Berg hier auch ganz easy hochfahren. Weil wenn ich jetzt ohne Unterstützung hier hochfahre, bin ich danach aus der Puste und kann dann noch kaum reden. Ja, Gangschaltung geht hier auch richtig schön flüssig. Oh, ich muss ja hier auch schalten. Zack, zack, zack. Also schaltet schön sauber durch. Ja, die Bremsen sind auch ganz gut hier bei dem Bike. Ich ziehe mal durch. Also man kommt ratzfatz zum Stehen. Hier quietscht auch nichts oder so. Sehr schön. So, wollen wir anfahren? Oh, ich muss wieder an den Modus hier. Ich bin hier noch nie lang gefahren. Ich wollte hier unbedingt mal lang fahren. Diese Scheune, die da vorne ist, die habe ich schon so oft gesehen oder bin so oft schon hier irgendwo lang gegangen, aber richtig an der Scheune war ich noch nie. Deswegen habe ich mir gerade gedacht, komm, jetzt hast du die Chance, jetzt fährst du da mal hin und guckst dir die Scheune mal an. Gesamtgewicht vom Fahrrad sind 25 Kilo und ja, man darf maximal 150 Kilo wiegen, wenn man dieses wunderschöne Fahrrad hier fahren will. Angekommen bei der Scheune und ja, ist jetzt nichts Spannendes hier, ne? Ich denke mal, der Bauer wird da das ein oder andere Feldgerät drin stehen haben und mehr auch nicht. Ihr seht auch, dass man hier so einen Grasweg ganz easy fahren kann. Feder vorne, die Gabel ist schön fluffy, reicht vollkommen aus. Wir wollen ja mit keinen Offroad-Strecken fahren, sondern das ist wie gesagt nur ein Tracking-Bike, um damit zur Arbeit zu fahren oder am Wochenende ja, mit den Kids oder mit der Familie eine kleine Fahrradtour zu machen. Und ja, dafür reicht es vollkommen aus, was man da an Federungen verbaut hat. Wollen wir nochmal anhalten. Hier war ich nämlich vor kurzem mit den Hunden. Und ja, da habe ich gesehen, dass hier so gesehen ein alter Turm ist. Ganz früher war hier vorne an der Bruchkante mal genau dieser Turm hier. Aber der musste abgerissen werden, weil der zu nah an der Bruchkante stand und die Gefahr bestand, dass der zusammenbricht. Wegen dem Gipsabbau. Und dann haben sie den abgerissen und haben dann diesen Turm hier irgendwie ein bisschen weiter zurückgesetzt, neu aufgebaut. Genau, Geigenturm. Da habe ich gedacht, okay, cool, da kann man bestimmt hier irgendwo reingehen, da hochgehen und von oben besser gucken. Aber, Achtung. Ja, ich bin nicht der Erste, der hier einmal rumläuft. Genau, das ist die Sache. Es gibt hier keinen Eingang. Man kommt da gar nicht rein. Ja, und so wie ich halt bin, hat mich mal wieder die Neugier gekickt. Jetzt habe ich gedacht, ich hole mir einfach so eine große Leiter, fahre mit dem Bus hierher, pack die Leiter raus und dann stehe ich die hier gegen und dann gehe ich da mal hoch. Weil ich will halt mal echt wissen, was oben drauf ist. Also kann sein, dass es mit Brettern nur so zugemacht ist. Kann aber sein, dass der Turm einfach nur so hochgezimmert wurde. Und ja, der Turm oben offen ist. Aber mich würde es halt mal interessieren, im Inneren des Turms, was da ist. Also einfach so Neugier. Weil ich sag mal, da war doch noch nie ein Mensch dann. Also jetzt die letzten, keine Ahnung, 80 Jahre oder so, wann das gebaut wurde. Würde ich mal spannend finden. Naja. Jetzt bin ich ein bisschen mit dem Fahrrad gefahren. Ich finde es wirklich super, das Fahrrad, gerade für Leute, die auf der Suche nach einem E-Bike sind, die aber nicht zu viel Geld ausgeben wollen oder die nicht die Möglichkeit haben, ein E-Bike-Leasing zu machen. Weil ich sage es immer wieder, es bietet nicht jede Firma E-Bike-Leasing an und nicht jeder hat das Geld, um sich ein 4.000, 5.000 Euro teures E-Bike zu kaufen. Hier habt ihr echt ein kostengünstiges E-Bike, was qualitätsmäßig super dasteht. Ich sage es immer wieder, die Chinesen haben in der Qualität massiv aufgeholt. Alles sauber verarbeitet. Wenn wir hier gucken, hier die Schweißnähte. Das sind richtig schöne, saubere Schweißnähte. Hier überall schön verarbeitet. Lackierung top, kann man nichts sagen. Sitzt bequem. Und ja, im Groben und Ganzen ist das halt echt mittlerweile echt super Qualität, was sie auf den Markt bringen. Deshalb kann ich immer wieder nur sagen, für den Preis kann man nichts verkehrt machen. Man muss einfach bedenken, wenn man nicht so viel Geld hat oder kein Bike-Leasing hat zur Option, dann kann man sich hier ein schönes E-Bike holen für einen kleinen, schmalen Taler, sage ich einfach mal. Ja, falls ihr noch Fragen zu diesem E-Bike habt, ich werde euch das unten mal verlinken. Schaut auf jeden Fall mal vorbei
Und falls ihr noch Fragen habt, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall mal ein Like und einen Kommentar da. Ich würde mich darüber freuen. Und ich sage einfach mal bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao und tschüss.